So, willkommen zum Let's Play Together FIFA 13. Es spielt Braga, gespielt von Sebastian gegen mich. Ich bin Galatasaray, Istanbul. Ja, mal gucken, wie es hier abgeht. Wir sind ja schon voll drin. Sonst spielen wir immer unentschieden. Mal gucken, ob sich das jetzt hier ändern mag. Im Moment noch nicht. Also im Moment schon noch kein Tor bisher. Nach 3 Sekunden. Ne, 3 Minuten. Allen. Diesmal habe ich hier kleine Vergangenheit mit Galatasaray. Die habe ich nämlich bei unserer Online-Liga damals, bei der PES Online-Liga, mal für eine Saison gespielt. Ich habe sogar ein Trikot zu Hause. Mein Gott. Aber gut verteidigt. Jetzt sind wir mal voll hier im Spiel drin. Allen versucht hier anzuhalten. Schön noch gerettet. Sehr schön. Vorbeigerutscht. Hakan Balta, der alte Sack. Der Pass muss rüberkommen. Da standen sie beide irgendwie nicht so gut anzuspielen. Zu Lima. Nicht der Gustavo. Aus den Charts. Oh, das ist ja schlecht verteidigt. Was war das jetzt? Abseits? Ja, war abseits. Nach 12 Minuten nicht so das perfekte Spiel. Was ist das? Interessant. Allen. Ja. Braga, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr auf jeden Fall im Spiel drin. Noch so, bei Galatasaray viel zu viele Fehlpässe, wie man jetzt auch schon wieder sieht. Ismaili, der wieder ausgesprochen wird. Und das ist ein schöner Schuss gewesen. Gut geklärt, diesen Eckball. Wieder ein nachfolgender Schuss. Torwart muss raus, hat ihn sicher. Jetzt 2 Sekunden das Spiel auf sich wirken lassen. Da ist aber nur einer vorne gegen 4. Da hätte man einen anderen oder besseren Spielaufbau betreiben können an der Stelle. Moroso. Der kann nicht richtig gestört werden und das muss das Tor sein. Das muss das Tor. Das Elfmeter? Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter, aber das muss schon vorher das Tor sein. Ah, verdammt. Lima macht das Tor, das 1:0 hier für Braga. Und unverdient ist es nicht. Wie gesagt, das eine ist, wenn das nicht abgepfiffen worden wäre es doch eigentlich das Tor geworden. Also von Galatasaray bisher ist es enttäuschend, was man hier sieht. Die haben qualitativ mehr zu bieten. Yilmaz, vielleicht mal aus der Entfernung. Der war nicht schlecht, aber Beto hat den Ball. Wieder zu Allen. Für mich neben Lima eigentlich der auffälligste Mann. Wird oft erwähnt, der Name. Und jetzt gewinnt Galatasaray auch mal ein paar Zweikämpfe. Abseits, ja, hat man gesehen. Stand ganz kurz mit einem Bein im Abseits. Und so ein Ball darf eigentlich gar nicht ankommen. Und das ist gefährlich, was sie da machen. So, El Manda. Und er ist schön. Oh. Aber dann war er doch vorbei. Aber da hat er Platz bekommen, konnte seine individuelle Stärke zeigen und dann wurde es mal gefährlich. Und das sollte, daran sollte sich Galatasaray an der Stelle mal hier erinnern. Die haben Qualität. Will jetzt hier gar nicht die Qualität von Braga wegreden, aber
Im Moment zeigt Galatasaray einfach nicht, was sie können. Gut, sehr gut dagegen gepresst. Schon in der 33. Minute. Leandro Salino. Ah, das war ein Schüsschen. Der abgefälscht wurde, deshalb gibt es Eckball. Inan führt den aus. Der kommt sehr weit. Wird direkt geklärt, nach vorne geschlagen. Hakan Baltar und macht einen Fehlpass, der wirklich katastrophal ist an der Stelle. Weil dadurch sind sie direkt mit zwei, drei Leuten hier vorne. Aber die Flanken, der Pass kommt an der Stelle jetzt nicht an. Auf Ellen und so weiter. Kolak, wenn er so ausgesprochen wird. Und das muss, oh, das muss nicht, es muss eigentlich das Tor sein, muss man schon sagen, aber der Winkel ist natürlich schwer. Der Eckball war dann nicht wirklich nennenswert, berätswert gewesen. Was gut ist, Galatasaray merkt scheinbar doch, dass sie noch ein bisschen Fußballqualität mitbringen. Und jetzt ein individueller Schnitzer, der so niemals passieren darf. Der ist durch und ist drüber geschossen von Burak. Felipe Melo. El Manda. Ui Falushi. Sieht er den oben? Er sieht den. Ach, das war nicht gut. Aber Galatasaray, man nimmt die Erfahrung mit, dass Galatasaray doch ein bisschen mehr am Spielteil nimmt, zurückgekommen ist. Aber man liegt auch 1-0 zurück. Was soll man denn jetzt machen? Also, man muss hier powern. Und zwar nicht so. Ui Falushi. Ganz krasser individueller Fehler, zum Glück noch geklärt. Das müsste der Halbzeitpfiff sein. 1-0 führt Braga zur Halbzeit hier. Man hätte auch noch den Milan Baroš auf der Bank und ich glaube, der wird jetzt auch kommen. Gucken kurz auf die Spielstatistik, die spricht. Ja, ist relativ ausgeglichen. Wobei, wenn man sieht, dass Braga mehr aufs Tor geschossen hat, dann ist dieses Tor dann doch... Es ist einfach verdient, wenn man das Tor macht an der Stelle. So... Yilmaz darf gehen, weil El Manda ist, glaube ich, zwei, dreimal besser aufgefallen. Baroš kommt dafür. Keine Ahnung, was man sonst noch hier bringen könnte. Baltar darf raus, der alte Mann. Und Sariglu darf dafür kommen. Das ist doch ein guter Deal. Und damit geht die zweite Halbzeit hier los. Felipe Melo hat ja vorher bei Turin gespielt. Also bei Juve. Oh, da wollen sie fast den Ball ins Tor tragen. Was man jetzt ganz schön gesehen hat an dieser Szene, dass Galatasaray nicht rausläuft. Und dadurch ist es schwer, hier einen Konter zu setzen. Man muss mehr über den Spielaufbau kommen. Jetzt vielleicht. Inan. Nee, der vertändelt sich da auch. Hat es auch allein schwer gegen so viele. Und da gibt es jetzt direkt den Gegenkonter, abgebrochen. Von Kaya, der einen ganz schlechten Pass macht, wieder den Ball irgendwie zurückerkämpft. Das ist zu frontal, wie der Ball hier rausgespielt werden soll. Das war leicht zu verteidigen gewesen. Melo. Inan. Und der ist gut geschossen, aber auch genauso gut gehalten. Eckball. Der ist
gut, aber wird dann drüber geköpft, kommt nicht richtig daran. 56. Minute. Von Baro schon war, glaube ich, noch gar nichts zu sehen, aber gut, der Ball war auch noch nicht. Wieder Inan, der dann dort zunehmend öfter auffällt. Barosch mit der 15. Vielleicht mal von ihm was, er kann schießen. Das hat er über Jahre gezeigt. Nächste Chance. Galatasaray, die jetzt doch, wie schon mehrfach erwähnt, zunehmend am Spiel teilnehmen, sich jetzt auch Torchancen herausarbeiten. Kaya mit so einer Flanke aus dem Halbfeld, die verunglückt und jetzt wahrscheinlich zum Gegenkonter von Braga führt. Denn oben läuft Allen. Der lässt sich ablaufen an der Stelle. Jetzt vielleicht mal. Nein, da nicht hin. Das wäre doch, ist doch abseits. Ja. Ein 1 zu 1 wäre nicht unverdient an der Stelle gerade. Wenn man von Braga in der zweiten Halbzeit nicht so viel gesehen hat. Kollock, der wartet. Natürlich wartet er, bis Elmanda sich da ein bisschen freiläuft. Elmanda kommt nicht richtig dahinter. Und dann läuft der Konter von Braga. Frage ist, wo hört er auf? Ja, hoffentlich bald. Man nähert sich doch schon sehr dem 16-Meter-Raum, dem Tor. Man ist im 16-Meter-Raum. UEFA Luschi. Und was macht er da für Felipe Melo? Lässt den Ball einfach liegen. Neuer Spielaufbau über Kollak, über Inan. Jetzt haben sie Platz. Inan. Na, zwei, drei Leute doch jetzt. Warum ist die Flanke denn nicht so gut? Vielleicht hat ihnen die Power gefehlt an der Stelle. Melo spielt sich so ein bisschen in die Partie, wie ich finde. Gut geklärt. Und jetzt haben sie wahrscheinlich auch die Möglichkeit. Oh, kämpfen beide um den Ball. Stolpern da etwas übereinander. So, Inan wieder. Vielleicht abseits. Ah, Mann! Im Moment vielleicht der Beste aus Istanbul. Es muss bald was passieren. Und am besten nicht auf der Seite von Braga, damit man hier irgendwie noch zum Unentschieden kommt. Chancen waren da. Und im Verhältnis zweite Halbzeit, die zweite Halbzeit geht auf die Kappe von Istanbul. Und darum geht denn Elmanda da nicht an den Ball. So, geht jetzt so ein bisschen hin und her und ein bisschen unkontrollierter wird es zunehmend. Der Pass muss früher kommen. Wir sind schon in der 80. Minute und laufen hier immer noch dem 1:1 hinterher. Laufen immer noch dem 1:0 hinterher und versuchen das 1:1 zu erzielen. Altintop. So oft ist er mir jetzt auch nicht aufgefallen. Jetzt kommt Braga und hat ein bisschen Zeit. Schöner Schuss. Wird gut geklärt. Sariglu, der Mann, der zur Halbzeit kam, lässt sich da so ein bisschen vernaschen und dann ist das so eine Flanke, ja, vom Allen. Die brauchst du dann auch nicht. Beschreibt aber die gesamte zweite Halbzeit von Braga, die nicht sehr viel gemacht haben. Aber das Tor in der ersten gemacht haben und Galatasaray hat es bisher nicht geschafft, den Ball ins Tor zu tragen. Deshalb führt Braga an dieser Stelle. Der geht ins Aus, ja. Noch wenige Minuten, 5 oder 4 Minuten, 3 sogar nur. Was da passiert ist, möchte ich gar nicht erst erklären. Oh.
Und oh, Barosch, wir sind in der 90. Abstoß war das nochmal gewesen. Boah, da ist er doch. Frei vor... Da, Mann! Hau doch einfach drauf, einfach im Fuß dazwischen. Das war's hier. Braga gewinnt 1:0 gegen Galatasaray Istanbul. Wir gucken kurz auf die Spieldetails. Meiner Meinung nach wird das ziemlich ausgeglichen eigentlich aussehen, weil ein 1:1 hier verdient gewesen wäre. Ja, so sieht's aus. Ein 1:1 wäre nicht unverdient, aber wer das Tor nicht macht, der verliert auch verdient. Somit bis zum nächsten Let's Play Together FIFA 13. Bis dann.